Nachbar gesehen, wo wir bei dir waren, wie die da draußen dann stehen, Kofferraum offen und fühlen sich da wie die größten. Ja. Ich meine, passiert ja bei Deutschen genauso. Ja, ne? klar. Also, nur bei euch fällt es natürlich aufgrund des Umfeldes extrem auf, dass es halt viele Migranten sind, die das halt machen. Ja. Deswegen, schwierig. Kinder von Migranten, die kann man nicht mal Migranten nennen. Es sind ja eigentlich von Geburt an Deutsche. Kommt auf die angenommene Staatsbürgerschaft an, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Genau, sie sind hier in Deutschland geboren und somit eigentlich auch deutsche Staatsbürger. Ja, und ich kenne viele, oder wir haben ja auch hier bei uns in der WoW-Gilde einige, die, wo die Eltern keine deutschen Wurzeln haben. Schlafen. Und die verhalten sich absolut, ja, schlafen, absolut anders als das, was man bei dir halt vor der Tür erlebt. Ja. Mein Toast bricht durch. Sauerei. Ich frage mich immer, ist das dann die Bildung, die daran schuld ist, dass sie so sind? Oder die privat geführten Moschees, die irgendwie in türkischer Hand sind? Oder warum? Ja, das ist schwer. Ja. Ich bin ja in so einer kleinen Bergbaukolonie aufgewachsen. Ja. Wo viele türkischstämmige Mitbürger waren, die dort Eigentum hatten, die halt damals nach Deutschland gekommen sind und hier als Gastarbeiter gearbeitet haben, sich ihre Häuser selber erarbeitet haben. Ja. Ne? Bin mit vielen derer Kinder aufgewachsen und musste dort ganz klar erleben, dass die anders sind als das, was bei dir halt viel vor der Tür rumsteht. Sind bis heute sehr aufgeschlossen, sprechen fließendes Deutsch, sprechen auch fließend ihre Heimatsprache, keine Frage. Leben sehr ja, europäisch einfach, ne? Sind sehr aufgeschlossen allem gegenüber. Viele von denen haben auch, keine Ahnung, deutsch geheiratet oder einfach ganz, ganz entspannt. Also es geht halt auch anders. Ja. Fraglich ist da halt immer, kommt es vielleicht auch ein bisschen aus dem Elternhaus, ne? Also ich meine, auch dort muss man ja ganz klar sehen, die kulturellen Unterschiede sind natürlich schon sehr gravierend. Selbst wenn halt die Familien nach Deutschland kamen, gab es immer noch viele Familien, wo der Vater dann darauf bestanden hat, dass die Mutter nur zu Hause bleibt, nicht vor die Tür geht, kein Wort Deutsch lernt. So, wenn die Kinder natürlich mit einer solchen Einstellung des Vaters groß werden, also im Prinzip der Vater den kulturellen Glauben immer noch behalten hat und sagt, Frau gehört hinter den Herd, nicht vor die Tür, bedecken, wir Männer sind hier, ja, Kings, ja. Geben das an ihre Kinder so weiter, dann leben die Kinder hier genau so. Ja, nun mal einfach so, ne? Also so wie wir es vorgelebt bekommen. Ja, klar. Leben wir es später, im Großteil auch. Es gibt einige, die sich da anders fühlen, aber im Großen und Ganzen sind Eltern nun mal Vorbildfunktionen. Ja. Halt schwierig, ne? Aber das haben wir ja jetzt auch immer wieder. Ich halt auch oft im Laden mit den Kunden bezüglich hier der ganzen Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen und die natürlich auch hier in Essen stark vertreten sind. Und die Menschen dürfen gerne hier sein. Die kommen aus Gebieten, da möchte von uns keiner freiwillig über den Zaun hängen. Aber die Integration funktioniert halt leider einfach nicht. Da können aber weder die Flüchtlinge noch wir was für. Ja, da ist der Staat dran schuld. Ganz genau. Und da ist der Kritikpunkt einfach dann... Oh, ich bin schon wieder voll, Iru! Ja, dann geh hoch. Da muss dann halt der Kritikpunkt an den Staat gehen und tatsächlich nicht... Nämlich nicht besser. Woher? Ja. Andererseits hast du da natürlich auch immer diese schwarzen Schafe dabei. Die hast du aber in jeder Kultur. Ich meine, bei uns genauso. Die Leute, die Integrationskurse zum Beispiel ablehnen. Genau. Und da bin ich dann auch dafür, dass solche Leute, die keinen Wert darauf legen,
sich zu integrieren, dass der die dann auf Marsch Bitte wieder gehen. abzurücken. Genau. Da bin ich auch voll bei dir. Aber wir haben halt auch viele, also ich habe das halt auch viel über Kundin halt, als es darum ging, auf welche weiterführende Schule ich meinen Sohn bringe. Habe ich mich mit vielen Kundinnen unterhalten, die ihre Kinder natürlich auf unterschiedlichsten Schulen haben. Und habe mich halt auch ganz bewusst gegen gewisse Schulen entschieden, aufgrund dessen, dass halt das Gesetz vorgibt, dass Kinder im Alter von bis beschult werden müssten, was auch für Flüchtlingskinder gilt. Und die werden nicht einkategoriert über was sie können, sondern übers Alter. Und dann hast du halt in der 5. Klasse mal schnell 3, 4, 5 Flüchtlingskinder sitzen gehabt, kein Wort Deutsch sprachen, permanent den Unterricht störten. Und teilweise halt dann auch mal schnell aggressiv wurden. Wie gesagt, ich habe es nicht selber erlebt, das haben meine Kundinnen erzählt. Oder auch die Töchter meiner Kundinnen oder Jungs, Söhne, es ist total egal. Wo ich mich halt ganz stark gegen gewehrt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass mein Sohn die bestmöglichste Schulbildung bekommt. Und wenn ich Kinder im Unterricht sitzen habe, die kein Wort Deutsch sprechen oder nur sehr wenig Deutsch sprechen, dem Unterricht nicht folgen können und die Schlussfolgerung eines Kindes, was sich langweilt, ist Das macht Blödsinn. Rabatz, ja, Ja, das ist ja. normal, Ja. und störe damit dann den Unterricht und nehme damit natürlich dann die Möglichkeit raus, zielgerecht den anderen Kindern das Lernen zu ermöglichen. Und dementsprechend habe ich mich gegen einige Schulen in Essen entschieden, weil mir dort einfach die Aufnahmerate zu hoch war. Bei der Grundschule meines Sohnes war es anders. Die hatten eine Integrationsklasse. Dort kamen erstmal alle rein. Und Ja. anhand der Kenntnisse der Kinder wurden die Kinder dann in unterschiedliche Unterrichtsstunden eingeführt. Das heißt, wenn da jetzt ein Mädchen war, das weiß ich nicht, normalerweise in Klasse 3 gehen würde, wurde sie integrativ unterrichtet. Und wenn sie den Stand hatte, zum Beispiel am Deutschunterricht der Stufe 3 teilzunehmen, dann durfte sie daran teilnehmen. Aber deswegen trotzdem immer noch nicht an Mathe und Englisch. Fand ich ein sehr schönes Prinzip, aber leider auch dort fehlen natürlich die Mittel hier in Deutschland für, dass das an allen Schulen Ja, klar. bewerkstelligt werden kann. Extremer Lehrermangel halt. Schuljahresbeginn hat NRW rund 4000 Lehrerstellen unbesetzt. Nur NRW. Bei diesen, 4000. man muss allerdings auch sagen, bei diesen 4000 sind die Quereinsteiger mit drin. Also Quereinsteigerposten gilt halt auch als unbesetzt. Ja. Das Ja, weil es heißt, halt kein ja. Pädagog ist, ne? Es ist Aber einfach so. die muss er halt noch mal abziehen, mehr oder weniger, denn die Stellen sind ja so gesehen. Mehr oder minder besetzt, Ja. aber sie sind halt nicht so besetzt, Ach, dass scheiße. das Land damit einverstanden ist, weil ein Postbote, der auf einmal Deutsch lehrt, einfach nicht das gleiche. Aber es sind ja schon studierte Menschen, keine Natürlich. Postboten. Natürlich sind es studierte Menschen, aber halt trotzdem was anderes, ob du 4 Semester auf Lehramt studierst, Stimmt. wirklich ausgebildeter Pädagoge bist am Ende. Stimmt, der ausgebildete Physiker, der kann dann wirklich was im Gegensatz zum Physiklehrer. Richtig. Guck dir unseren Rüdi an, unseren ausgebildeten Biologen. Ja. Der studierten Biologen, der jetzt Biologie unterrichtet. Wenn der anfängt, irgendwas von irgendwelchen Zellen zu erzählen, denke ich mir immer so, oh, Ich bin da mal Zellen. weg. Zellen. Blumen? Photosynthese? Kann ich bestimmt noch. Aber du hast ja auch ganz andere Quereinsteiger dazwischen, ne? Also wirklich, Ja, keine Ahnung, den Postboten oder die Friseurin, die dann irgendwie, ich glaube, dieses Quereinsteigerstudium ist 2 Semester, ne? nee, du musst schon abgeschlossenes Grundstudium haben. Also 3 Semester. Okay, dann sind es 3, ja. So, und fang mal wirklich ein Lehramtsstudium an, da bist du, ich glaube, mit 6 Semestern dabei, ne? Ja. Ja, da hast du ja auch das ganze Genau, Pädagogik-Quatschzeug. ja gut, aber die Pädagogik ist eigentlich unheimlich wichtig. Unsere Kinder auch zu packen zu kriegen,
mit Worten. Finde ich schon sehr prägnant. Ich weiß nicht, ich als Schüler fand die Inhalte immer wichtiger als die Pädagogik dahinter. Mal eben gucken, wo die June hin ist. Die hat irgendwie... Ach, da liegst du. Okay. Aber okay, ich war ja auch der dumme Streber aus der ersten Reihe, von daher. Ich wollte gerade sagen. Ich brauchte keine Pädagogik. Genau, du brauchtest die Pädagogik nicht, aber es gibt halt auch viele andere Schüler, die brauchen die Pädagogik, ne? Schlagen, bis sie es kapiert haben. Ja, das dürfen wir in Deutschland nicht ich mehr. Ich weiß. Bei manchen Schülern dringend nötig. Wäre bestimmt bei manchen Schülern eine gesunde Alternative, ja. Bevor die zum Beispiel anfangen, so wie letztens, vorletztes Jahr. Keine Ahnung, ein Schüler bei meinem Sohn in der Klasse den halben Sportunterricht auseinandergenommen hat, samt Lehrer. Super. Ne, also... Ja. Boah. Wurde jetzt der Schule verwiesen? Noch mal Luft. Weiß ich nicht. Versuch's mal. So. Jetzt sollte es besser werden. Einmal Bronchienerweiterungsspray. Genau, einmal Cortison für die Bronchien, bitte. Richtig. Aber jetzt bei der Wahl der Schule muss man natürlich auch sagen, so ein Volltreffer war das jetzt für deinen Sohn aber nicht. Leider nein. Aber das kannst du vorher nicht wissen. Ja, ja, klar. Du kannst vorher nicht wissen, welchen Klassenlehrer bekommst du. Du kannst vorher nicht wissen, wie wird die Zusammenstellung der Klasse aussehen. Vor allem kannst du nicht wissen, was für Assis dabei sind. Ich meine, die gibt's auch in Deutsch, wie man bei deinem Sohn ja sieht. Ich wollte gerade sagen, ne? Also es ist ja eine fast komplett deutsche Klasse. Die haben, ich glaube, einen Russen und einen Polen oder einen Ugar oder so dabei. Aber ja. Also jetzt nichts, wo man wirklich von Migration reden kann. Die sprechen wohl auch beide wirklich komplett fließendes Deutsch, haben halt einfach die Eltern nur... Wurzeln in Russland und... Ja, ja. Du, ich muss auch sagen, also die Türkischstämmigen haben mich zu meiner Schulzeit nie gemobbt. Das waren immer nur die Deutschen. Ja, das ist halt das Gravierende, ne? Also das ist auch das, was ich jetzt immer wieder erlebe. Ich glaube aber auch tatsächlich, und da stehe ich auch voll und ganz zu, dass auch Mobbing eine Sache von Erziehung ist. Ja? Mhm. Also, Schlafen. Liege. Ich lieg doch schon, Schätzchen. Ich habe meinem Sohn von klein auf beigebracht. Man könnte jetzt sagen, hier hat meine Mutter mir auch beigebracht, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Das habe ich meinem Kind natürlich mit dem Spruch nicht mehr beigebracht, sondern ich habe... ihm halt anhand von Beispielen ganz klar gemacht, dass es Dinge gibt, die er nicht möchte und dass es Dinge gibt, die ich nicht möchte. Und dass es nicht schön ist, wenn ich anfange, mich darüber lustig zu machen, über die Dinge, die er möchte. Ja. Dass sich das ganz blöd anfühlt. Mhm. Und hat sehr gut funktioniert. Ich will nicht abstreiten, dass er nicht auch mal hier und da vielleicht über jemanden lästert. Ja, das tut jeder von uns. Ich wollte gerade sagen, das tun wir alle. Ich habe auch schon in 2-3 Folgen über dich gelästert. Das ist okay. Vielleicht sollte ich mir mal alle deine Folgen anhören. das ist auch nichts Schlimmes, weil man darf eine Meinung haben, aber man darf einen Menschen einfach nicht mobben. Ja. Kann ich hingehen und anfangen, dich mobben, weil... Warte... Mir fällt noch nicht mal was ein, weil ich einfach über sowas mir nie Gedanken mache. Ich trage eine Brille, bin fett, bin arrogant meinen Mitmenschen gegenüber. Okay, du trägst eine Brille. Das ist jetzt vielleicht... Ja, ich wüsste jetzt aber nicht mal, wie ich dich deswegen mobben könnte, weil ich mich mit sowas wirklich nie auseinandergesetzt habe. Nimm mir die Brille von der Nase, werf sie auf den Boden, tritt drauf. Und was hab ich davon? Du lachst dich dann mit deiner Gang darüber kaputt. Weil ich einen Gegenstand zerstört habe, den ein anderer Mensch braucht, um... Ja, genau. Weil jetzt dieser dumme Idiot jetzt nicht mehr sehen kann und voll hilflos ist. Ja, gut. Also siehst du, ich verstehe das Prinzip Mobbing nicht mal. Also ich wurde auch gemobbt in der Schule. Ich habe auch Schlimmes durch. Bin regelmäßig aus Mülltonnen gekrabbelt. Meine Anziehsachen habe ich regelmäßig aus Mülltonnen rausgefischt. Wir haben sie mitten am Schulhof die Hose runtergezogen. All solche Spökisse. Ja, kenne ich.
Und ich bin irgendwann, meine Mama hat immer gesagt,